Wenn grausam das Natur ist, die Natur grausam? Nee, das ist das Gerechteste, was es gibt. Das ist die ausgewogene Mischung zwischen Fressen und Gefressen werden, was immer nur Liebesakte sind und immer nur Erneuerung ist, ständige Erneuerung. Das ist das, was das Problem ist, was du erkennen musst, ist dein fehlerhaftes materialistisches Interpretationssystem, diese unendlich verlogene und scheinheilige Moral. Die Machtgier der Leute, die nichts dafür kennen, das sind ja unsere Figuren, die brauchen wir in dem Spiel. Wie gesagt, immer wieder, kein spannender Film ohne Böse. Auch wenn es Filme, Liebesfilme sind, du brauchst immer einen miesen Charakter dabei. Muss immer irgendeiner, muss das auch noch spielen. Ja, nee, Sigmund! Ja, sieht so aus, ja. Sag ich doch. Mann. Sonst wäre es wirklich viel zu langweilig. Sollen wir was essen oder uns jetzt erschießen? Aber vorher noch was essen. Ich doch mal was essen, wenn ihr wollt. Mensch, ich sitze da. Ihr braucht doch kein... Trinken wir den noch einen Schluck irgendwie. Ja, wenn du einen Schluck denkst, nur Weizen, aber bloß einen Schluck. Ja, wo haben wir denn mehr? Ja, wo haben wir noch einen Schluck? Verbraucher, wenn jetzt angenommen, wir hätten jetzt das Stromnetz und wir machen jetzt mal einen extremen Fall, es wird überhaupt keinen Verbraucher einschalten. Kannst du da nichts einspeisen, weil du kannst es nicht speichern. Das heißt, du musst erst einmal schauen, wie viele Verbraucher sind und diese Verbraucher, die jetzt nehmen, die kann man jetzt aufteilen, dass man sagen, dann nehmen wir das, nehmen wir das. Das ist wie wenn du auf eine Riesenleitung tausende von verschiedenen Batterien parallel schaltest und dann kannst du sagen, was fließt in diese eine große Hauptleitung aus welcher Batterie raus. Und da ist das dann mal, dass da rein rechnerisch Gleichstand ist. Egal, ob die jetzt eine höhere Kapazität hat oder eine kleinere, wenn es dieselbe Spannung ist, verteilt sich das. Wenn ihr eine Menge von 1,5 Volt Batterien habt, 1000 Stück parallel geschalten und ich hänge am Verbrauch hin, fließt aus jeder einzelnen 1000 vom Strom raus. Du kannst nicht sagen, die gibt mehr rein und die gibt weniger rein. Es ist rein, ich sage, kleinste, primitivste Ohmsche Gesetzphysik. Jetzt ist aber das große Problem, dass du hier überhaupt nicht überprüfen kannst, wer dranhängt, was Verbraucher sind, weil wenn ich dich jetzt wirklich dir was abnehme, muss ich genau wissen, wer sich einschaltet, was sich was einschaltet und die müssten im selben Moment hier praktisch ihr Atomkraftwerk oder ihr Kraftwerk zumachen, dass das von einem Sonnenkollektor kommt. Und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das zu messen, außer du denkst dir es aus, das geht und du sagst, es ist halt so. So wie du dir das in einem Teilchenbeschleuniger ausdenkst und dann einen Computerbildschirm anschaust oder in einem Tomographen, im Gehirn ist halt das so drin, weil ich sehe es ja. Aber was du siehst, ist schon von vornherein ein rein logisches Konstrukt auf einer Ebene, wo so komplex ist, dass du da gar nicht ausblickst. Jeder Mediziner, die diese Sachen entwickeln, musst du wissen, du brauchst einen Elektroniker, der diese Computertomographen baut, die zuerst einmal keine Ahnung haben von Medizin. Es sind reine Techniker, die Netzteile bauen, die reinen Programmierer, die wissen, wie man programmiert. Und jetzt hast du Mediziner, die keine Ahnung haben von Elektronik und die müssen jetzt hingehen und müssen sagen, Leute, ihr müsst uns das bauen, dass das und das passiert, wenn das und das passiert. Kann der das machen? Selbst bei Spielen, habe ich ja mal Updates geschrieben, habt ihr zwei Bereiche. Es gibt sogenannte, die das Gameplaying entwickeln. Das sind reine Spieleerfinder. Die machen sich nur Spielkonzepte. Wie will ich spielen, bei moderneren Spielen, was können wir für ein Spiel kreieren? Und dann gibt es reine Programmierer, die einfach nur da sitzen und es wird natürlich, wenn man länger zusammenarbeitet, kriegen natürlich irgendwann einmal die Spieleentwickler, interessieren sich für Computertechnik, aber es ist rein in der Tiefe, sind da Spezialisten. Und die tauschen sich jetzt aus, dann geht der Entwickler hin und sagt, was kann man realisieren, was könnt ihr realisieren, ich hätte gern das und das. Das ist ein so einer Spieleentwickler, Papst, der denke ich mir jetzt einmal Moulinot aus. Das war schon mal dieses in der Schattenfrau 3, das Black and White hat er entwickelt, mittlerweile gibt es da Weiterentwicklung. Da war immer die Spielsache, dass dein Spielverhalten die Landschaft und das ganze Spiel verändert. Dass du praktisch ein Parameter bist und was du magst, verändert auch das, was zukünftig passieren wird. Und dann ist dann noch ein Schritt weitergegangen, dass er sagt, es ist immer so einfach, in der Wirklichkeit musst du bezahlen, ich kann jetzt den Guten machen oder den Bösen machen. Und er sagt dann, dass das normalerweise das immer einen gewissen Preis kostet. Wenn du jetzt einen Guten magst, dass du meinetwegen irgendwie was ab Schaden kriegst, dir Auge verlierst, dass du weniger siehst, wenn du kämpfst, wenn du einen rettest, du mischst dich in der U-Bahn ein. Wie kann man das jetzt umsetzen in den Möglichkeiten, der technischen Möglichkeiten im Spiel? Und du merkst, alles ist Hochengineering-Denken, egal was es ist, selbst solche Spiele. Und darum wiederhole ich nochmal, der arrogante Mensch sagt, das ist alles Kinderkack.
sitzt vielleicht vor seinem Schachbrett und er meint, er macht was Hochgeistiges, wenn er sich den Kopf zerbricht, in dieser primitiven Form Züge hochzurechnen. Das ist immer wieder die Arroganz. Das ist in jedem Fachgebiet, weil jeder meint, seins ist wichtiger. Mhm. Und keiner interessiert sich für die Tasse auf dem Tisch für das Ganze. Und wenn du an Hochschulen gehst, es geht nur um das. Es geht nochmal um das und nochmal um das. Und es ist jeder Fachbereich versucht, möglichst kompliziert sich abzuschotten. Das sogenannte Interdisziplinäre, das zwar immer gepredigt wird, ob das in der Politik ist oder sonst wo, das wird zwar, ist ja gar, man will ja gut, man will ja stimmen, intern ist es eine einzige Lüge, weil jeder weiß, ich kann euch, meine Bundeswehrzeit, wo ich verzweifelt bin, wo ich selber rausgefahren bin, wir haben für Hunderttausende vom Mark einfach nur unendlich blödsinnig Munition rausgeballert, dass der Rotz weg ist. Weil das aus irgendeinem Grund damals zu eng geworden ist. Normal hat es ja einen Übungszweck, dass man Schützen ausbildet, dass das Schießen, so wie bei der Polizei, was sehr sinnvoll ist, dass die immer mal trainieren, wenn sie mit Waffen umgehen. Aber das war in dem Jahreszyklus, ist da eng geworden, weil da einige andere Sachen mit Autos waren und Kaserne ist irgendwie umgebaut worden. Und da konnte man das, was geplant war, konnte man nicht verbrauchen an Munition. Und wenn du diese Munitionsmenge zurückgibst, dann sagen die nächstes Jahr, du bist heuer mit so viel aus. Wir sind jeder Beamte kennt es, ihr seid heuer mit wenig ausgekommen, warum noch erreicht ihr das nächste Jahr auch? Also ist, dass wir nächstes Jahr genauso viel gekriegt haben, wir für Hunderttausende von Mark haben wir einfach nur sinnlos rausgeballert, dass das Zeug rausgerotzt, dass es außen ist. Anstatt dass man sagt, okay, haben wir halt heuer nicht verbrauchen können, haben wir für nächstes Jahr. Wir wollten ja dann mal mehr, aber das wird ja immer abgerechnet und gerade bei Munition ganz streng. Und was meinst du, was hier im Beamtum ist? Und das ist, wenn du Philosophie, egal was in Teilbereichen an einer Universität, muss jede sich unheimlich wichtig geben. Und das heißt, du musst dich zuerst einmal so kompliziert ausdrücken, vor allem was jetzt die Philosophie ist, dass in anderen Bereichen, die nicht mehr mitkommen, dass das nach besonders klingt. Weil wenn du was ganz, was Einfaches und Simples, was jeder versteht, sagt, dann wird der Rotstifter, wenn das jeder versteht, brauchen wir keine Universitätsabteilung für Forschung. Dann wirst du gestrichen, dann wird dein Job gestrichen, deine Gelder werden gestrichen. Also ist von vornherein schon im Hintergrund, das ist ja immer wieder, jeder kennt dieses Problem. Und jetzt ist es nochmal, wenn du, ob du dir den Euro, die Leute, die da sitzen, die sich nur den Kopf zu zerbrechen, Schwierigkeiten zwischen die Beine zu schmeißen. Ob Kleinigkeiten sind, wenn du eine Kneipe aufmachen willst, es gibt tausende von Storys in der Richtung, bis hin zu Steuerverschwender. Und jetzt wohlgemerkt, ich prangere nicht zu niemandem, wo wie ich jetzt anspreche, das nur ein Gedanken ist an. Ich erzeuge in dir eine Vorstellung. Und jetzt ist es, dass wenn du dich beobachtest in deinem Alltag, wenn du die Zeitung in die Hand nimmst, da ist die einzige Realität die Zeitung oder Computer, wo Flämmchen flackern. Und es wird in dir solche Vorstellungen erzeugen. Und wenn du auf Resonanz gehst, du musst immer sagen, warum. Und es ist nicht, dass du was verbesserst und dich darüber aufregst, sondern dass du zuerst einmal diesen unheimlichen Mechanismus erkennst und dass alles, was Macht ist, ob das Politik ist, ob das egal was, was an Macht ist, das, was ich alle immer die rechthaberischen Weltverbesserer nenne, einseitiger gesehen. Das sind alles Egomanen, die wirklich nur für sich in ihrem System hochkommen wollen und die sind geistlos. Also erwarte nicht, dass die was verändern können. Abgesehen davon, wenn du wirklich nur das kleinste 1x1 der Rechenkunst beherrschst, was ich immer wieder sage, nimm die Bundesrepublik Deutschland mit diesen angeblichen Schulden, die sie hat, die wir vom Hören sagen können, jetzt die offiziellen Angaben, und rechne das hoch und du wirst irgendwann nochmal feststellen, dass das so unendlich krank ist, dass also hier viele überhaupt nicht begreifen, dass wir mittlerweile Schulden machen, um die Schulden von die Schulden, die Zinsen, Entschuldigung, die Zinsen vor die Zinsen aufzubringen, müssen Neuschulden gemacht werden. Und wenn du das umrechnest, du wärst jetzt ein ganz normaler Privatbetrieb, ein Wirtschaftsunternehmen mit diesen Zahlen, mit dieser Ausgangsbasis. Dann hättest du vor vielen, vielen Jahren, was der, wie heißt denn, Pfister, Kabarett, der das so auf den Punkt gebracht hat, dass es Bispers, was der so schön auf den Punkt bringt, ist diese Aussage, wo er sagt, es ist wie beim Arzt mit dem Abnehmen, wo du sagst, hier, ich nehme heute, heuer mache ich nochmal 5 Kilo drauf und nächstes Jahr mache ich nochmal 5 Kilo drauf, aber dann in 3 Jahren, dann werde ich 2 Kilo abnehmen. Also weniger, bloß noch 3 Kilo drauf machen, Entschuldigung, dann, und dann sind sie stolz, dass sie dann sagen, ab in 3 und dann nehmen wir aber bloß noch 3 Kilo pro Jahr zu.
Und das war bei Grundig, wo ich bei Leuten immer gesagt habe, hier, dass die schon gefeiert haben, da liest du 800 Millionen im Verlust, jetzt nur Grundig am Schluss 600 Millionen im Verlust, dann wieder 500 Millionen, dann wurde gefeiert, weil sie bloß 300 Millionen Neukredite aufnehmen mussten. Und dann sage ich immer, ich kenne den Hintergrund nicht. Das ist im selben Zeitraum, sage ich, wisst ihr, dass im Großraum Nürnberg für 1,4 Milliarden Grundig Farbfernseher auf Halde stehen. Was? Auf Halde. Ja. Farbfernseher auf Halde. Pass auf, es war bei Grundig folgendermaßen, dass also Grundig die Werke Nürnberg konnten am Tag, wenn die Bänder vollgelaufen sind, 25.000 Farbfernseher pro Tag haben die rausgeschossen. Das war in diesen Top-Zeiten. Das heißt, Grundig, die Fertigung waren 25.000 Farbfernseher pro Tag. Und es war dann hier über einen Zeitraum, über Monate, ich weiß die Zahlen nicht mehr, damals hätte ich dir das genau sagen können, offiziell, war die beste Verkaufszahl, wo sie hatten, und innerhalb eines Jahres waren hier teilweise 80 oder 100 Farbfernseher, wo verkauft wurden, obwohl sie dann natürlich in weiser Voraussicht die Produktion auf 12.000 Farbfernseher pro Tag gedrosselt haben. Und die sind alle auf Halde gefahren. Die sind alle auf Halde gefahren. Weißt du, sonst hätten es Leute entlassen müssen, einen riesen Hexenkessel, und dann ist natürlich, wie die Seifenblase platzt, dass du ja nicht sparst, dass jetzt die Fernseher komplett alle zu Geld gemacht werden und dann gehen die Preise runter, wo nichts, dass es nur weg ist und das reißt alles, da hängt ja alles mit allen zusammen. Was ich sage, das ist ein kybernetisches Phänomen, was du hier immer wieder hast, diese Hexenkessel zwischen, ich bin du schon angesprochen, zwischen Verbraucher, dass die überhaupt nicht merken, wie unendlich geistlos das die sind, wenn die auf der anderen Seite wird gefeiert, dass alles billiger wird, alles billiger wird, alles billiger wird, und dann wird wieder gejammert, weil alles teurer wird, dann kommt wieder mit Arbeitsplätze, und da ist immer wieder die Preise drücken, alles muss billiger werden, und da merkst du den kleingeistigen oder Normalverbraucher, der unheimlich giert, alles möglichst umsonst zu bekommen. Aber wenn er selber was verkaufen will, ich sage, geh bloß auf eBay. Sobald du was verkaufst, dann hörst du die jammern, man kriegt ja nichts mehr, die zahlen ja alle nichts, die zahlen ja alle nichts, ist ja so scheiße, die zahlen ja nichts, ich verdiene ja nichts. Aber wie er verkauft was will, abgreifen bis zum, es geht nicht mehr. Stimmt oder stimmt? Du kannst ja auch noch was kaufen, das musst du morgen zu verkaufen. Das ist der Preis, den du rein, den du heute bezahlt hast. Das habe ich auch schon ausprobiert. Sehr an. Ja. Das hängt davon ab, wenn du clever bist. Er muss einen dummen Pinkel mehr zahlen. Die dummen werden ja auch weniger. Weißt du? Wenn du clever bist, dann geht es schon. Also ich glaube, dass es schon geht. Wenn du so früher immer mit Zeitungen, Annoncen, Antiquitäten oder so, ja, ja, immer, das ist aber total marktabhängig. Ja, ja, klar, das stimmt. Ganz heikel. Ganz heikel marktabhängig. Ja, hast du recht, ja. Und du brauchst immer einen Spinner, der drauf abfährt. Genau. Mhm. Ich kann mich erinnern, so meine Autosinteressenzeiten. Wo es hier Kassen hat, kaufe Vertrag für Bosche, zahle 50.000 zuteilungsreifen Betrag, was damals 500 SL. Pass auf, also ein guter Freund von mir, mein Harry Zenger, mit dem habe ich zusammen gewohnt, hat hier ein Schweinegeld verdient, der hat nur Autos bestellt. Der war Wind, der war wirklich Finanzprofi, nur für sich. Und da war der Markt auf Autos, und du hattest in der Automotorsport, in der Süddeutschen, täglich an Nasen, Suche 500 SL Vertrag, der hatte damals, der 500 SL Cabrio hatte eine Lieferzeit von 5 Jahren. Und da hat es nur kassenzuteilungsreif, innerhalb von 4 Wochen zahle 80.000 Mark über Liste. Bosche ist bis zu 90.000 Mark über Liste. Das ist also kein Witz. Dann die Exoden, das heißt, wenn du einen Vertrag hattest, wenn du einen 500er dir bestellt hast, und du hast nur den Vertrag gegeben, hast du schon 80.000 du fürs Weitergeben. Da musst du natürlich aber wirklich wie Börse vorausschauen machen, was dann noch härter war. Zum Beispiel der Novrogi, das war dann hier damals, genau zu der Zeit, was die Renner waren, war der F40 von Ferrari. Der hat also, glaube ich, 540.000 Mark gekostet. Der hat so wenig gegeben, und der 959er Bosche. Der hat auch 580.000 Mark gekostet. Ganz limitierte Stückzahlen. Jede Woche in großen Tageszeitungen, suche 959er Bosche, zahle 2,4 Millionen Bar. Nur für einen Vertrag. Kein Witz. War gang und gäbe, die Autos so. Also mein Freund Harry Schmidt, wo ich zusammen war, der jetzt hier in Weißenburg die Schmidt-Gruppe hat mit Schubischi Schmidt, will nicht reden von groß oder was, ist angeblich, ich weiß den neuesten Stand nicht, aber verkaufszahlentechnisch einer der größten Mitsubishi-Händler in Deutschland. Der hat mit nichts angefangen mit mir, wir waren immer zusammen, der hat Autoimport, Export gemacht, da waren die 500, da war der Dollar so gut gestanden. Ich weiß also hier, glaube 82 hat er über 300 S-Klasse Mercedes nach Amerika verschifft, der ist so 2 Jahre jünger wie ich. Das war der Boom.
würde jetzt überhaupt nichts mehr gehen. Das ist wie die Mauer gefallen ist, wie die ganzen Gebrauchswagenläden, wenn du noch erinnert, das sind immer solche Sachen, wenn du da wirklich die Nase im Wind hast. Und da haben die ihr Geld damit gemacht. Wobei ich jetzt auch kein Betrug, rein seriös ist. Wenn das einer will, du musst nur, das ist jetzt nicht Betrug, sondern das ist ja ganz normal, wenn du einen hast, der so viel Zeit, weil er nicht weiß, wie er es kriegt und er will es unbedingt und er hat auf dem Geld. Und die haben die Nase im Wind, dass die Sachen beschafft haben. Und da ist natürlich, dass du dich verspekulieren kannst. Was zum Beispiel mein Hans Nawrocki, der hat Lamborghini Countach. Das ist also hier mein Elbeinhändler gewesen, Autoradius, und das war das, der Werbeträger, die Lamborghini für diese Firma. Und da war dieser Countach, der mit den Flügeltüren, und der hat das allerletzte Auto, wo vom Band gelaufen ist, hat damals kostet 720 oder was, und über Beziehungen, weil die ganz groß hat Elbein das bekommen und dann hat er das von Elbein übernommen und hat dazu zahlen müssen, glaube ich, 800 und etwas, 850.000 Mark. Und der hat dieses Ding, ohne Witz, genau 2 Jahre später für 2,7 Millionen an Shell Holland verkauft, weil die den wollten als Werbeträger, und das ist noch der letzte Countach mit der Seriennummer, wo vom Band gelaufen ist. Ist das nicht die Baumarkt? Ist das nicht ein Geschäft? Hat sich das nicht gut verzinst, das Ding? Klasse. Und da ist natürlich, wenn du so jung Geschäftsmann bist, das ist alles, wenn ich das jetzt sehe, da ist das ganz toll. Und ich sage, wenn du mir zu der Zeit das erzählst, dass ich so mich entwickle, das jetzt, wie gesagt, sagt mir Geld so am Arsch vorbei, ich beschimpfe das nicht oder irgendwas, ganz im Gegenteil. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man in dem Wahn, du weißt das ja auch, in dem Wahn drin sitzt, nur in Zahlen. Weißt du, das ist diese Stolz, wo ich hier immer wieder, wenn du gehst, glaube 90, 91, habe ich das erste Mal über 1 Million Umsatz gemacht. Das ist jetzt klein, das ist eine Glitsche, ich rede nicht von groß, aber ich habe ja mit nichts angefangen. Ich komme ja aus dem absoluten Nichts, wirklich mit, aber wo ich ja mich anschauen kann jetzt als Udo, auch als das, was ich behaupte, nie irgendjemand beschissen. Nichts gab gegen Geld verdienen. Ich sage das immer wieder, ich war knallharter Geschäftsmann, aber ehrlich. Aber ich habe ja die Nase auch im Wind gehabt und dann natürlich den Trumpf meiner Entwicklungen, die so außergewöhnlich waren. Aber das ist dann die, dass du sagst, ist es das? Ist das der Sinn des Lebens? Und das muss dir einfallen. Weißt du, Andreas, das ist nicht die eigentliche Dankbarkeit, wo ich in mir habe, jetzt ganz normal als Mensch. Das ist die Fähigkeit, dass ich immer schon als Kind permanent irgendwie was da war, was gesagt hat, warum ist dir das jetzt eingefallen, warum ist das so? Und dann gerade dann bei meinen großen Entwicklungen, ich habe euch das ein paar Mal schon erzählt, dass ich immer wieder sage, verdammt nochmal, was ist in mir drin, wie ich gemerkt habe, dass die Physik nicht stimmt. Pass auf, wenn du ein Nichts bist, der nichts studiert hat, und das ist immer wieder, ich habe gesagt, die großen Entwicklungen werden immer entdeckt von Außenseitern oder durch Zufall. Und das war einfach der Außenseiter, da war nur dieser Drang, absolut echt Musik aufzunehmen, rumprobiert und dann eben festgestellt, dass ich eine extreme Verbesserung hatte, aber indem ich was gemacht habe, was physikalisch totaler Schwachsinn ist. Und da ist natürlich immer wieder, es ist so dogmatisch, wo ich sage, dann diese normale Physik, du suchst den Fehler immer bei dir, weil du meinst, du wirst nicht für Folgen, nur bloß der klassische Beweis, dass es funktioniert, der war nicht diskutierbar. Und ich wusste damals wirklich nicht, wie es funktioniert. Ich wusste nur, wenn das passiert, wenn ich das mache, dann wird es besser. Obwohl es messtechnisch brutal schlechter wird, und habe dann ein Erklärungsmodell gesucht, aber immer noch im Normalen. Wollte mir das selber erklären, wie es ist. Mittlerweile weiß ich, dass alles ganz anders ist. Aber was das Wesentliche ist, ist nie der Größenwahn, dass du sagst, Mai, bist du genial, bist du toll. Das ist ja das, was den normalen Menschen an der sich feiern lässt, sich auszeichnen lässt, die Nobelpreisträger, die Künstler. Dass da einer die Demut hat und sich hinstellt und sagt, Leute, ich bin nur ein Werkzeug, ohne esoterisch zu werden. Das ist wie wenn ich immer gekocht habe und ich habe zu den Leuten gesagt, ihr müsst euch bei mir nicht bedanken, wenn es toll ist, weil ich bedanke mich ja nicht bei dem Kochtopf und beim Kochlöffel, der es zusammengerührt hat. Bedankt euch bei Gott. Aber wenn es scheiße schmeckt, beschwert euch auch bei dem. Weil da kann der Kochlöffel auch nichts dafür. Und genauso ist es also hier, dass du immer wieder sagst, ihr müsst euch bei dem letztendlich bedanken, der mir das einfallen ließ. Weil ich bedanke mich nicht beim Goethe, sein Kugelschreiber, oder beim Mozart, sein Federhalter, wo er seine Noten aufgeschrieben hat. Und jetzt ist, wo fängst du an bei der Hierarchie? Wenn ich jetzt an Goethe oder an Mozart feiern du, warum? Bei Goethe muss ich einen Schritt weiter gehen, da ist er in der Geschichte bekannt, dass der fast nichts selber geschrieben hat, der hat einen Sekretär gehabt, weil er schreibfaul war. Das hast du geschrieben, hat es ja eigentlich, jetzt hast du schon wieder die Hand, merkst du es an der drüber, die Hand, der Füllfederhalter, die Hand ist ein Sekretär, der schreibt, der Goethe, der diktiert, aber was macht der Goethe, er kann ja nur diktieren, was ihm einfällt. Du musst die Kette weitergehen, dann wirst du feststellen, dass jetzt die Glieder drunter relativ sekundär sind.
Und Demut beginnt, und das ist jetzt, wo der Geist sich öffnet, wo bei mir immer war, dass ich da von vornherein gesagt habe, hier, was habe ich jetzt eigentlich dazu getan, dass mir das einfällt? Was ist da in mir drin, dass mir das einfällt? Und in mir ist nichts anders drin, was in dir und in jedem anderen auch drin ist, wenn der Geist. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Das macht plötzlich einen ganz anderen Sinn, wenn man das versteht. Und interessant ist, absolut kein esoterisches Geschwätz, kein religiöses Geschwätz. Etwas, was wirklich mit einem Hauch von eigenem Verstand nachvollziehbar ist, was selbst für Materialisten gibt. Die Stimme und das Bild, das du jetzt empfindest, selbst als tiefgläubiger Materialist, was du dir eingestehen müssen, dass mit deiner materialistischen Logik meine Stimme und das Bild von dir erst gesehen wird, wenn es über Lichtstrahlen und Schall, wenn zu dir hinfliegt, in dich reingeht, dann über bla 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 bla, und wenn es in deinem Gehirn drin ist, dann siehst du es. Also bin ich jetzt in dir drin. Das ist natürlich jetzt der Mechanismus, mich nach außen zu denken, das ist halt Materialismus. Aber da, den Udo, den du jetzt in dir drin hast, da du jetzt davon ausgehst, dass der in Andreas sieht, ist der Andreas ja in dem Udo drin, der in dir drin ist. Und jetzt mache ich nochmal den Satz an vielen Stellen. Wahrlich, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Das fällt wieder alles in einem Punkt zusammen. Dass da eigentlich schon Hochphysik erklärt wird, was nichts Philosophisches ist, in ganz einfachen Worten, und die kriegt keiner mit. Die kriegt keiner, lass dir das einmal von einem Pfarrer erklären. Ich sage mal, es ist nicht komplizierter mit der Sprache, die ganze Physik, es ist nichts kompliziert. Das Einzige, was Grundvoraussetzung ist, du brauchst Neugier, einfach nur Neugier und Zeit. Weil man es in kleinen Häppchen machen muss und dadurch wird es einfach quantitativ viel. Und es ist halt, dass Sachen, die komplexer sind, muss man feiner auffächern, weil wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Mathematikbuch, im klassischen Sinne Arithmetikbuch gebe, mit Riesenformeln drin, das kannst du nicht wie einen Roman einmal durchlesen und sagen, ich kenn's. Da wirst du feststellen, dass du wirklich jeden einzelnen Absatz öfter wiederholen musst, aber es ist nichts, was man nicht versteht. Vorausgesetzt, da ist nicht ein Kleingeist, der von vornherein sagt, das verstehe ich nicht, das werde ich nie verstehen. Wenn du neugierig bist, kannst du alles verstehen. Und dann wirst du alles verstehen. Was letztendlich nur hast, dass in dir was freigeschalten wird, was eh schon seit Ewigkeiten da ist. Was ich mir manchmal denke, wenn das, also da kommt es mir so eben wirklich so vor, als ob eben das, was ich mir als meine Vergangenheit ausdenke, so wirklich wenig mit der Realität zu tun hat, die ich jetzt hier erlebe. Also als meine Vergangenheit, wenn ich mir denke, dass ich Ingenieurstudium hatte und so weiter, und ich weiß nichts mehr. Es wechselt, es ist das Würmchen, pass auf, das Würmchen, es gibt unendlich viele Facetten, aber es gibt elementare Grundprinzipien. Und es war nie irgendwas umsonst, aber Wachstum, geistiges Wachstum ist ständige Gestaltveränderung. Und das ist in sich. Und ich mache immer meine Würmchen, wenn ich das nenne, und das mache ich jetzt einfach als Bild. Wenn du einen blauen Himmel siehst und du siehst dann, jetzt rede ich raumzeitig, ein Flugzeug mit einem Kondensstreifen fliegen. Was interessant ist, stell dir mal vor, du hättest überhaupt keine moderne Bildung, du kämpfst aus dem 18. Jahrhundert mit einem Beamen, man würde dich herbeamen und du würdest dann im Himmel hochschauen, dann wirst du hochschauen und dann sagst du, nee, dieses Flugzeug mit einem Kondensstreifen, das ist schon alles immer eine Interpretation. Und jetzt wohlgemerkt, dein Wissen macht die Bilder. Es sind da außen keine Bilder, die von außen nach innen kommen, sondern du projizierst die nach außen in den Traum. Du musst die Kausalität wählen, und wenn du das Wissen nicht hast, solltest du das überhaupt sehen, dann wirst du dir denken, was ist das für eine komische Wolke. Du hast da so eine ganz normale Wolke und plötzlich so eine kleine längliche, du nenne ich das Würmchen, hast du so ein Wolkenwürmchen, das am Himmel entlang klappelt. Okay, leuchtet ein. Und jetzt pass auf, jetzt ist das Erste, davon ist das Flugzeug. Und da quillt was raus, das ist immer dasselbe Flugzeug. Und das dahin, dieser Kondensstreifen, der verjüngt sich, und wenn das Ding jetzt am Himmel ist, dann siehst du das ja so. Und das ist genau das, was dein Leben macht. Du denkst jetzt einfach, dieser Kondensstreifen, das ist das, was ich heute schon mal gesagt habe. Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du länger lebst, rein als ich. Vergiss das, was dein Intellekt dir vorschreibt. Nur das Gefühl, was du erfüllen kannst, wie lange bist du schon da? Und wenn du jetzt, soweit du das zurückerinnern kannst, dann wirst du dir eingestehen, ich hatte als 16-Jähriger oder als 18-Jähriger das Gefühl, genauso lang zu leben wie jetzt. Meine Vergangenheit als 16-Jähriger oder 18-Jähriger ist mir nicht kürzer, viel kürzer vorkommen oder bloß so ganz wenig. Das ist nämlich, du hast dann so einen Wissensschwanz. Du arbeitest also mit einem aktuellen Wissen eigentlich immer nur mit einer gewissen Menge.
Und jetzt ist der Quilt von Augenblick zu Augenblick was Neues hoch und hin geht was in die Vergessenheit. Das sind natürlich jetzt in Elternbunden so elementare Erlebnisse, die sich reinfressen. Aber im Detail, ich kann jetzt nur von dem Udo reden, dass ich jetzt rein, und da hat jeder für sich seinen eigenen Schwamminhalt, dass ich jetzt zum Beispiel ganz definitiv sage, wenn ich jetzt mich zurückerinnere an meine Einschulung, am ersten Schuljahr, dann sage ich, ich weiß nichts mehr. Meine Logik sagt mir, ich war dort, das einzige Bild, wo ich habe, ist ein Bild von meiner Mutter im Schrank, und da war ich ja auch schon ewig nicht mehr. Aber das habe ich jetzt ziemlich klar, der kleine Udo an der Schulhaustür mit der roten Schultüte. Wobei das ein Schwarz-Weiß-Foto ist, aber ich weiß nur, dass er rote Schultüte war. Und ich weiß auch noch diesen Pullover, wo ich angehabt habe, weil meine Mutter hat mir, wir hatten nichts, die hat immer so gestrickt, so ganz grob, mit ganz grober Wolle. Das habe ich, das Bild habe ich im Kopf. Also, da ich das Bild im Kopf habe, so habe ich ausgeschaut. Was ich noch weiß, interessant, keine Bilder, ist der Name der Lehrerin Bibik, weil das so ein lustiger Name war. Bibik. Ich habe wirklich kein Bild, überhaupt kein Bild. Alles andere ist weg. Ich wüsste nicht mehr, wer neben mir gesessen ist oder was. Es ist alles weg. Das ist das Einzige, ist dieses Bild und die, mit der Schultüte und der Namen der Lehrerin. Und wenn ich jetzt da reinzoome, das wird dann umso mehr, auch selbst für die 5. Klasse, das sind ganz, aber jetzt bin ich mal extrem im Loslassen, es sind wirklich nur Facetten. Und alles konstruierst du dir, dass du sagst, das war natürlich, aber ich habe es vergessen. Und das ist die Falle. Wann hast du zum ersten Mal gehört, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht? Da wirst du gar nicht überlegen, weil du sagst, ich weiß es nicht mehr. Aber was deine Logik sagt, das war hundertprozentig in der Vergangenheit. Und jetzt kommen wir zu dem Mönchen, dass du hier ganz schleichend, permanent, darum sage ich auch quizmäßig, kannst du dich irgendwie erinnern, dass jetzt deine Veränderung deiner Persona, wenn du materialistisch denkst, von einem jungen Burschen, wir fangen mal mit 16 an, 15, 16, wo man so losmarschiert, das erste Mal, bis jetzt hast du ja tausende Mal hier und jetzt ausgedacht, im Spiegel geschaut, die Fragen stellen sich nicht, du hast niemals in der Vergangenheit in den Spiegel geschaut. Du hast immer, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du in Anführungszeichen relativ gleich aus. Aber trotzdem irgendwie hast du dich ja gewaltig verändert. Das ist so schleichend und langsam gegangen, dass du es gar nicht mitgekriegt hast. Das ist in Ich Bin, du beschreibe ich das schön, also im ersten Selbstgespräch wurde das sehr gut beschrieben, vor allem was sehr interessant ist, diese drei Lernstufen. Also das erste Selbstgespräch, auch sehr interessant, aber noch in Schwarz-Weiß. Und jetzt ist es also, dass wenn du hier magst, es quillt immer was raus, du bist ja immer da. Alles, was passiert, passiert hier und jetzt. Und du hast in einem Hintergrund, ich sage mal, eine gewisse Datenmenge. Und was du aktuell hältst, weil du es nicht loslässt, weil du es noch nicht verarbeitet hast, bleibt da. Und der Rest löst sich auf und wird immer wieder aufgefüllt. Aber was jetzt interessant ist, dass wenn das Würmchen wandert, schau, wenn du das jetzt siehst, blickwinkelmäßig, meinst du, das ist immer dasselbe Würmchen? Aber weißt du, dass das ein ganz anderes Leben ist wie das? Weil der Schwamminhalt, dieses Wissen, ist hier nicht mehr existent. Das ist ein komplett anderes Wissen. Wenn du das, du siehst ja immer dich und deine Vergangenheit, was du nicht mitkriegst durch dieses schleifende, durch diese riesen Datenmenge, dass du hier jeden Moment immer wieder was Neues, jetzt weißt du, wie der Udo aussieht, Stimme kennst du schon mehr, gelesen gehört auch schon so viel, und hin fällt ja für immer, für jedes Neue, fällt hin irgendwas weg, was so durchgekaut ist, dass du es gar nicht mitkriegst, dass du dir schon lange mitschleifst, was eh schon auf der Warteliste war, und dadurch dieses ewig kräglich grüßt das Murmeltier, hast du diese Illusion, dass du in einer fließenden Zeit bist, obwohl sich nur dein Wissen austauscht. Und dadurch ist, dass sich ein Blickwinkel verändert. Jetzt ein zeitlicher. Kannst du ungefähr folgen? Und das ist jetzt drum, das ist das Phänomen. Und du wirst merken, dass der Übergang hier auch dann in ein neues Leben, drum sag ich, du wirst das nicht mitkriegen. Das ist der klassische Tod. Ich sage immer wieder zu Leuten, und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Du schläfst ein und du wirst wach, du schläfst ein und du wirst wach. Und es wird nie aufhören. Und wenn ich jetzt an einen Rainer Michel denke oder an einen Thomas Kalbach denke, wo die Frauen mich anrufen und sagen, ja, und der ist ja tot und was war da? Das ist in dem Kino. Das ist in der im Kino. Ich könnte sagen, in deinem Kino, wenn es dir ein eigenes Bewusstsein hat. Sollte der Thomas ein eigenes Kino haben oder der Helmut Dietz, der schläft ein und der wird wach. Ich habe meinen Helmut Zuber gesagt, Helmut, du kommst aus deiner Scheiße nicht raus. Du kannst dich von einer Brücke runterstürzen. In dem Moment, wo du unten aufschlägst, wirst du schweißgebadet in dein Bett hochfahren und genau diese Situation, und Mensch, habe ich einen Scheißdreck. Und das Problem ist, mit diesem Erwachen, mit der Erkenntnis, ich habe es bloß geträumt, löscht sich das sofort wieder aus und du erinnerst dich dann wieder an gestern, an das, was dann vor diesem Scheißtraum war. Du wirst automatisch wieder eingeeicht. Das sind in vielen Sachen,
dass du hier komplett eingestattet wirst und du kriegst es nicht mit. Psalm 90, Vers 4. Und glaub mir, das wird in der Bibel, wenn du das richtig übersetzt, wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Weil das alles nur eine einzige Nachtwache ist, so übersetzt es Luther. Und Luther-Bibel hast. Und jetzt ist natürlich interessant, dass das Wort 1000 ja im Hebräischen Elef ist. Da steht Aleph, Elef vokalisiert. Diese 1000 Jahre ist Shin und He. Und dasselbe Wort hast Schlaf und Wiederholen. Das heißt, in dem Aleph, in dieser Eins, wiederholst du deinen eigenen Schlaf. Und das ist eine Nachtwache in der Nacht. Und eine Nachtwache haben wir ja gerade erklärt. Was passiert, wenn du nachtwach bist, dann schläfst du und träumst. Es wird alles ganz schön erklärt. Man muss natürlich nur, wenn man das Prinzip begriffen hat, ach, das haben die gemeint, die alten Meister hier. Auch die denkst du dir aus. Was tun, wenn einer hier das, wenn wir jetzt nur auf die Zahlenebene gehen, diese Zahlen, wenn wir mal die Zahlenstrukturen, was Weinreb ja macht hier, dass diese Verhältnisse, der Baum oder die Tage und die Tage, das jetzt nur verhältnissetzender Namen, jetzt nur auf die Bibel bezogen, was übrigens noch relativer Kinderkack ist, wenn dich da mal näher damit beschäftigst, dass dann viele sagen, ja, das sind ja diese Filmschreiber gewesen, die das unterschiedliche Leute, da hat jeder irgendwas anderes zusammengeschrieben. Das ist schon die Falle, dieses Denken, wenn einer so denkt, wie wir uns jetzt denken, dass der immer von einer Raumzeitlichkeit ausgeht. Und ich sage, selbst wenn das jetzt der Fall wäre, dass da ganz unterschiedliche Menschen was zusammengeschrieben haben, dann ist das Wunder ja noch größer, dass das von hinten bis vorne eine unendliche arithmetische Präzision aufweist. Dann müsst, wenn die nicht zusammengearbeitet haben, muss ja doch irgendeiner die Fäden in der Hand gehabt haben. Ja, es hat halt einfach einer unterschiedliche Kugelschreiber benutzt, der aber ein einziges Werk machen wollte. Weißt du, was ich meine? Ohne jetzt eine religiöse Verbrämung. Und das Zornwunde im Koran ist ja noch fast noch krasser wie in der Bibel. Wenn du die 19 das Zornwunde im Koran nimmst, das ist ja noch irrer. Das Spiel geht ja, funktioniert im Koran genauso. Und dass es in der deutschen Sprache funktioniert, das zeige ich euch, wenn ich dran denke. Morgen wollen wir uns mal hier mal die 37 aus dem neuen Selbstgespräch. Das wahrscheinlich nicht veröffentlicht wird von mir, aber nur, das sind so Zorndinger, dass du bloß einmal siehst, dass man, wenn man verschiedene Umsetzungssysteme macht, was da rauskommt. Und da merkst du, dass da wirklich im Hintergrund ein nur zu sagen, das ist alles Zufall, das ist wirklich geistlos. Das ist ja das Schöne von der Naturwissenschaft, dass alles, was er sich nicht erklären kann, ist einfach Zufall. Evolution ist eigentlich nur ein anderes Wort für einen riesengroßen Zufall. Und dann ist nämlich, was ich euch schon gezeigt habe, dass wenn du die Maße nimmst, haben wir nur mal einen Kugelschreiber näher, haben wir so ein nettes Licht noch da, wenn wir so ein Häuschen machen. Schau mal, so auf, alter Trick, das sind so Kindergarten, das ist nur nicht, wenn sich einer dafür interessiert oder nicht. Pass auf, ich zeig dir mal, wenn du jetzt gehst, wie der Mond entstanden ist. Stand der Technik ist das einmal, dass die Wissenschaft zum Beispiel sagt, man weiß es nicht sicher. Es gibt einige Theorien, was aber jetzt Stand 2010, 2009, offiziell ist die absolute Theorie, sind Theorien, sind Sichtweisen, was jetzt als offizielle Meinung vertreten wird, ist, dass vor ziemlich genau 4,5 Milliarden Jahre die Erde noch eine Feuerkugel war. Okay? Lava. Und dass also hier ein Meteor eingeschlagen hat, man weiß auch, man hat berechnet, ungefähr so groß wie der Mars ist, und hat natürlich die Erde ziemlich in Stücke gerissen und dann ist Lava, diese Lavamasse rausgespritzt und durch die Gravitation hatte die Erde damals einen Ring, geht man davon aus, wie der Saturn aus dieser Lavamasse und die hat sich verklumpt und das ist der Mond geworden. Also halt mal fest, kannst du nachlesen, vor 4,5 Milliarden Jahren ist er mit einem marsgroßen Meteor eingeschlagen, hat Erdmasse rausgeschlagen, rausgespritzt und der hat sich dann im Laufe der Zeit verklumpt, das ist unser Mond geworden. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal ganz normal in die Maße, du weißt, die Erdmaße werden ja angegeben auf einen Kilometer genau in manche Bücher. Wir nehmen jetzt einmal diese Erde, die ja knapp 13.000 Kilometer Durchmesser hat, 40.000 Kilometer Umfang. Wir nehmen exakt auf einem Millimeter Papier, nehmen wir diesen Erdumfang, zeichnen einen Kreis auf einem Millimeter Papier, maßstabsgerecht. Dann legen wir an diesen Kreis, legen wir ein Quadrat an, praktisch ein Quadrat mit der Seitenfläche des Durchmessers dieser Erde. Okay? Ja. Dann machen wir hier den Erdradius, einen Pfeil hoch. Und jetzt setzen wir hier unmittelbar an die Erde oben drauf, setzen wir wieder im selben Maßstab den Mond.
Jetzt muss ich natürlich da ein bisschen schauen, jetzt hätte ich da ein bisschen aufpassen müssen, vielleicht haut es hin. Machen wir dasselbe Spiel. Setzen wir den Mond drauf. Okay, aber du weißt, was ich meine. Und jetzt nehmen wir den Erdradius plus den Mondradius und ziehen diese zwei plus plus einen Kreis um den Erdradius. Und jetzt rechnen wir Erdradius plus Mondradius als Radius dieses Kreises, können wir den Umfang von dem Kreis ausrechnen. Und dann wirst du feststellen, dass das exakt der Umfang ist von dem Quadrat. Das ist die Quadratur des Kreises. Jetzt in einem gewissen Maß. Das heißt, Erdradius und Mondradius als Kreisumfang ist genau der Anlegekreis vom Kreis in der Mitte von der Erde. Übrigens, die Abweichung zahlentechnisch, wenn du die Erd- und die Mondradien mit der feinsten Auflösung aus Physikbüchern angibst, also die sind bis fast auf einen Kilometer genau angegeben, gibt es natürlich manche, die unterscheiden sich davon um 10 Kilometer. Ist natürlich interessant, wie die das so genau angehen können. Der Unterschied rein prozentual liegt unter 0,01%. Wenn du es jetzt in reinen Zahlenwerten auf einen Kilometer genau in Taschenrechner eingibst, ist der Unterschied zwischen diesen, zwischen Erde und Mond genau 30. Wohlgemerkt, wir haben hier 13.000 Kilometer. Das, wenn wir das in Kilometer rechnen, ist nur als Zahl, was dann rauskommt, ist 30. Also kannst du siehst in der Abweichung, was ja Lambda ist, was Licht ist. Aber das ist jetzt bei weitem nicht alles, dass du jetzt erst einmal diese Ecke, wenn du jetzt dieses Verhältnis hast, weil ich bei vielen immer wieder sage, selbst bei Ingenieuren, bei Mathematiklehrern, warum ist eigentlich diese Kreisformel, dieses A ist gleich B mal R Quadrat, was ja hier E ist, mc Quadrat. Ich kann ja als A E setzen, als B setzen wir einfach hier das M und als R setzen wir C. Dann hast du E ist M mal C Quadrat. Und wie gesagt, rein rechnerisch ist das ja dieselbe Formel. Wenn man das als, kann ich ja blind austauschen. Was natürlich noch viel interessanter ist, wenn wir jetzt dann hebräische Zeichen einsetzen, das mache ich ja in anderen Büchern. Was jetzt hier wichtig ist, A, das Formelzeichen A, früher war das im Deutschen O für Oberfläche. Jetzt ist es international genormt A, wird übrigens genauer erklärt in dem Selbstgespräch Mutation. Das steht für Area, für Areal. Ein Area, Areal, A, Real, heißt eigentlich nicht Real. Weil im Kreisfunktionen, wenn wir das machen, wieso ist jetzt das Pi mal R Quadrat? Ich habe Leute schon gefragt, die lernen das einfach auswendig, aber die haben keine Erklärung. Könntest du es jetzt auf den Schnitz erklären, Sigmund? Wieso die Oberfläche eines Kreises Pi mal R Quadrat ist? Können wir wieder Licht machen?